Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Plague Tale Requiem. Wir müssen uns wieder den Weg durch die Rattenbahn, aber vorher gehe ich nochmal zurück. Denn als ich den letzten Teil geschnitten habe, ist mir da hinten irgendwas aufgefallen. Ich glaube, wir haben nämlich was übersehen. Und zwar hier. Hier ist noch ein versteckter Durchgang. Den gucken wir uns natürlich nämlich auch nochmal an. Okay, hier ist eine Werkbank. Aber ich habe kein Messer. Verdammt! Und hier ist noch irgendwie eine Tür. Komm. Verdammt, ich habe kein Messer. Shit, okay. Es hat mir leider nicht viel gebracht, aber zumindest musste ich ja mal gucken. Hier ist aber auch nirgends so ein Messer, ne? Zufällig? Ganz zufällig irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten hier schon alles abgesucht und... Verdammt. Na gut. Dann gehen wir halt doch jetzt hier weiter. Und zwar einmal... So. Okay, das reicht nicht. Warte mal, wir können auch Teer benutzen, ne? Um das Ganze ein bisschen aufzuflammen. Ja, okay, jetzt können wir nicht runter. Komm, Hugo! Schnell, warte mal. Ich muss es riskieren. Okay. Da kommen wir auch nicht längs, aber oh Gott. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Okay, so, dann... Nee, warte, so, und... Einmal da wieder. Es wäre der Licht. Das reicht aber auch nicht. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde nochmal hier so... Funktioniert das bei der Fackel auch? Okay, es funktioniert bei der Fackel auch. Sehr schön. Kann ich die mitnehmen? Ja, ich kann sie mitnehmen. Alright, so, wir gucken nochmal eben hier. Die Rattis verhalten sich heute ein bisschen merkwürdig. So, 5 Stücke nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ansonsten ist hier noch irgendwas. Warte. Ne, hier war nichts. Alright. Hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste? Kiste? Nee. Okay, wir gehen einmal hier längs. So. Okay, da sind die Rattis fleißig am Knabbern. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich safe. Oh, warte, hier ist noch was zum Mitnehmen. So. Und ich hoffe, dass wir demnächst wieder ein Werkzeug finden, damit wir endlich unsere Schleuder noch weiter aufleveln können. So, geht weg! Kusch, kusch! Alright, so. Ich glaube, wir müssen einmal wieder die Fackel loslassen und ab durch die Tür. Mir ist kalt. Muss mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. Okay, hier sind mehrere Türen. Ich denke mal, die Tür führt uns zum nächsten Level. Das heißt, wir gehen einmal erstmal hier durch. Natürlich wieder verschlossen. Einen anderen Weg. Dann gucken wir nochmal diesen Weg hier. Okay. Ein Stück Stoff, der ist neu. Wo? Oh, was? Stoff? Da unten oder wie? Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Ja, sofort. Hier verwenden. Sie sind sauber. Okay. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen ist Meg? Den da.
Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Neue Erinnerung. Welche Farbe? Aber sie blutet echt immer noch sehr stark, ne? Ich weiß nicht, ob der Verband sehr viel helfen wird. Aber ansonsten ist ja auch gar nichts, ne? Leider. Leider. Ich hatte gehofft, dass hier ein Werkzeug ist. So, kommen wir von hier durch? Ja, von hier kommen wir durch. Gut. So, da geht's weiter. Wir gucken nochmal eben. Was könnten wir denn jetzt? Wir haben zwei Werkzeuge. Ne, wir haben gar kein Werkzeug. Ach nee, stimmt. Wir hatten ja beim letzten Mal die Schleuder schon. Alles klar. Okay, wir können hier gar nichts machen. So, dann einmal ab durch die Tür. Und mal gucken, was uns da erwartet. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stört bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lasst die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Warte mal, da ist einer ohne Helm. Ich glaube, den würde ich mir ganz gerne mal schnappen. So. Und ich hoffe natürlich nicht, dass die anderen das merken, aber bisher sieht's gut aus. So, alle anderen scheinen einen Helm aufzuhaben. Das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen vorsichtig vor. So, was haben wir hier Schönes? Können wir Teile draus machen? Hier kommt nochmal Alkohol, warte. Dann machen wir doch nochmal hier. Und zack. Möglichst nichts liegen lassen. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Ah, hier will ich nicht raushüpfen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wir gehen mal hier raus. So, das heißt, können wir die Ratten benutzen? Aber teilweise hatten die Typen ja auch Fackeln an, ne? Also, ich meine nicht an, sondern Trubenfackeln. Oh, okay, er hat die Leichen gesehen. Ach, da sind Rattis. Oh, warte mal. Hey! Amicia, da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Jetzt. Benutz sie. Ja, ich bring uns da durch. So. Pappen. So, jetzt muss man natürlich gucken, dass sie möglichst die Leute, die keine Fackel haben. Der hat nämlich zum Beispiel eine Fackel. Der hat eine Fackel, den kriegen wir nicht. Aber ich glaube, hier war noch einer, ne? Ja, hier. Hallo! So. Ganz ruhig. Konzentrier dich. Okay, hier kommen wir nicht längs. Noch jemand ohne Fackel? Hallo? Irgendjemand ohne Fackel? Shit, der hat eine Fackel. Der ist auch im Licht, aber warte mal. Ich glaube, der geht nämlich jetzt vom Licht weg. So, einmal hier nach oben. Genau. Warte. Sehr schön. Du musst die Kontrolle über sie behalten. Okay, wir gehen nochmal hier runter, aber ich glaube... Mehr Leute können wir im Moment gerade nicht vernaschen. Hier geht's auch nicht weiter. Der hat eine Fackel. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr können wir im Moment nicht machen. Wir müssen erstmal die Fackeln ausmachen. Ja, aber sei vorsichtig. Ja, mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. So, auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar beiseite geschafft und haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, hier durchzukommen. So, dann nehmen wir nochmal das hier mit. Oh,
Oh, ich sehe schon da hinten, ne? Da ist wahrscheinlich die Tür, wo wir hin müssen. So, Oh, da sind die Rattis. Warte. Ich versuche mal eben seine Fackel auszumachen. Kriege ich ihn irgendwie von hier? Wo sind denn jetzt die Rattis? Die waren doch gerade noch da. Shit. Und da oben auf dem Balkon ist auch noch irgendwo einer. Ich glaube, das war keine gute Idee. Da sind noch die ganzen Ratten. Ach so, die knabbern an einem anderen. Alles klar, ich verstehe. Und ich habe kein Messer, ne? Ich kann den nicht mal irgendwie von hinten ein bisschen anstechen. Huch. Oh shit. Oh. Es war schon wieder ein bisschen knapp. Aber ich glaube. Ja, ich glaube, er geht wieder jetzt weg, sodass wir wieder mehr Möglichkeiten haben, hier uns umzugucken. Denn ich möchte auf jeden Fall nochmal diese Kiste mitnehmen. Ach komm, Junge. Hier ist doch nichts. Ich kann natürlich einen Topf werfen, aber ich will den Topf nicht verschwenden. Ich weiß, aber es hört nie auf. So, ich glaube, jetzt können wir hier looten. Schon wieder voll. Machen wir mal hier. Alright. So, ich glaube, ich würde ganz gerne mal versuchen, den da oben wegzubekommen. Wo ist der andere jetzt? Warte. Okay, da hinten ist er. Ich glaube, wir gehen mal am besten hier längs. Ich weiß auch nicht, ob da vorne noch irgendwelche Leute stecken. Oh ja. Oh ja, sogar mehrere. Ich bräuchte eigentlich noch mal ein paar Rattis. Haben wir irgendwo noch Rattis? Ich sehe keine. So, der hat keinen Helm auf. Das heißt, du musst leider einmal... Shit, wir sind zu weit weg. Okay, warte kurz. Ah, jetzt kommt er zurück. Das heißt, er will uns sehen. Das ist gar nicht gut. Zurück. Da sind eine Menge drin. Sie könnten nützlich sein. Ach, ich wusste nicht, dass sie durchs Gitter kommen. So. Ich glaube, hier sind wir aber sicher, ne? So, sind die Rattis draußen? Ja, sie sind draußen. Auf. Gibt es einen anderen Eingang? Mit Sicherheit ist nur die Frage, wo? Wobei ich mich gerade frage, wo? Da kommen wir durch die Fenster? Ich glaube nicht, ne? Warte kurz. Von hier oben kommen wir nicht, ne? Nee. Also wenn, dann können wir nur durch die Fenster, aber die sehen mir so klein aus. Hä? Okay, wir müssen es mal gucken. So. Die beiden stehen natürlich doof rum. So, genau. Junge, verzieh dich einmal. So, bitteschön. Ach, scheiße. Das war der falsche. Warte. Du kriegst nur einen hinterher. So, jetzt aber. So, hier komme ich durchs Fenster, aber das ist die falsche Seite. Und hier komme ich nicht durchs Fenster. Okay. Bleib weg. Oh. Was ist hier los? Wir haben Opfer.
Hat er uns gesehen? Shit, der hat uns gesehen. Ich will noch nicht zur Tür. Hä? Wieso ist der so schnell plötzlich auf uns zu? Warte. Ich will noch nicht zur Tür. Ich will hier noch zumindest mir die Kiste holen. Hier komme ich nicht runter. Hier komme ich nicht runter. Shit. Na gut, wir gucken nochmal. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir wieder ganz von vorne anfangen müssen. Nee, okay, zum Glück nicht. So, der andere steht wieder da. Vielleicht sollte ich ihn auch erstmal noch nicht töten. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die Kiste. Tut es sehr weh. Es wird aufhören. Ich heile dich. So, dann gehen wir einmal hier unten durch. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Nee, sieht gut aus. Und ich hoffe, wir kommen hier durchs Fenster, weil sonst... alles klar, ich verstehe. So. Okay, so, der kommt zurück. Das heißt, wir warten mal kurz hier. Aber ich sehe von hier aus nicht, wenn er wieder weggeht. Das heißt, wir gehen nochmal raus. Okay. So, kurz warten, bis er sich wieder umdreht. Und dann können wir uns endlich die Kiste holen. So. Einmal unten durch. So. Und raus hier. Oh, oh shit. Wo kommt der denn auf einmal her? Das kam von da drüben. Oh, das war schon wieder knapp. Das war schon wieder sehr knapp. Warte mal. Nicht hierher, nicht hierher. Okay, warte mal, jetzt verstehe ich. Wir könnten wahrscheinlich die Ratten auch auf die Typen hetzen, ne? Okay, jetzt kommen sie raus. Aber nicht alle. So, jetzt, alles klar. Dankeschön! So, Werkzeug. Ich will ein Werkzeug. Ich brauche ein Werkzeug. Shit, da kommt jemand. Nein, 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 nein. Okay, er hat uns anscheinend nicht gesehen. Ich mach noch mal diesen hier. Oh, wir sind voll. Wir sind voll, okay. Okay, er hockt da. Kann ich die Ratten befehligen? Die da. Nee, kann ich nicht. Oder? Ich probiere es nochmal von hier aus. Nee, geht leider nicht. Die sind zu beschäftigt mit Knabbern. Versprich mir, dass du mir sagst, wenn es dir schlecht geht. Ja, keine Sorge. Bewegt er sich nochmal vom Fleck oder bleibt er jetzt echt da die ganze Zeit stehen? Wenn ich wüsste, dass er da stehen bleibt, würde ich natürlich hier aus dem Fenster hüpfen, aber... Ich bleib einfach hier. Okay, danke für den Hinweis. Dann würde ich sagen, können wir hier einmal gehen, ne? So. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier noch mehr versteckt ist. Wir haben Opfer! Sucht alles ab! Oh komm, da kommen jetzt noch mehr? Okay, okay.
So, es kommt jetzt keiner von hinten. Dann sind wir nämlich am Arsch. Okay, er ist immer noch umgedreht. Das ist sehr gut. Ich bleib hier, ob es mir gefällt oder nicht. Okay, shit, er hat das gehört. Warte mal. Oh, ich würde gerne ins Gras, aber ich weiß nicht, wie schnell er sich wieder umdreht. Ja, das hätten wir nicht ins Gras geschafft. Kommen die jetzt etwa auch hier hoch? Nee, zum Glück nicht. Solange wir es nur mit ihm zu tun haben, denke ich mal, werden wir das ohne Probleme schaffen. Alright. So, sieht gut aus. Die Frage ist natürlich, gibt es hier noch irgendwas, was wir noch gerne mitnehmen können? Irgendwelche Kisten oder sonstiges? Aber ich glaube, ich riskiere es lieber nicht. Ich riskiere es nicht und ich glaube, ich gehe mal lieber hier zur Tür. Oh, warte. Das ist aber noch eine Kiste, ne? Wenn wir raus sind, wasche ich die Wunde. Bitte, lass uns weitergehen. Ja, es tut mir leid, die Kiste muss ich... Die ist zu offensichtlich. Die muss ich einfach mitnehmen. Falls wir überhaupt noch was mitnehmen können. Das ist natürlich die Frage. Wir sind nämlich schon ziemlich voll. Okay, ein Salpeter. So, es sieht gut aus. Jetzt bloß nicht zu überstürzt. Dann schaffen wir das ja auch. Endlich. Ja, in Sicherheit. So, lass mich raten, durch die Tür kommen wir nicht. Natürlich nicht. Rüber mit dir. So, hier ist unsere Tür. Alright. Wir haben es wirklich geschafft. Oh shit! Oh, der hat voll die dicke Rüstung an! Wie soll ich den denn schaffen? Amicia, sein Rücken! Ja, ich sehe es! Oh, warte. Nein! Oh, verdammt, warte, ich muss mal eben hier. So? Betäube ihn! Ja, ich versuch's. Ich muss nur mal eben, der ist mir zu schnell. So. Es klappt nicht, Amicia. Meine Rüstung. Nein. Oh. Okay, ich war ein bisschen zu langsam. Ich wusste aber auch erst gar nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, wir könnten den erledigen. So, warte. So. Und jetzt schnell so. Nein! Amicia, sein Rücken. Ja, ich bin da schon dabei. Oh. Okay. War tatsächlich sogar easy. Amicia, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Gehen wir. Nein, noch nicht gehen, da sind Kisten. Da waren jede Menge Kisten, die will ich haben. Amicia. Oh nein, es blutet so sehr. Da sind sie. Sie kamen. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es, schnell. Okay, dann machen wir das mal wieder auf die Rattenart. Dich, Rico. So, wo sind denn noch welche? Oh, da ist jemand. Warte. Töten Sie,
Na, einmal hier hoch. Okay, so einmal zurück und einmal hier längs. Ihr Monster! Ruhig! Konzentrier dich, sonst habe ich es unter Kontrolle. Ich hasse euch in eurer Armee. Kommt ruhig, sie werden euch auffressen. Ich fresse dich! Okay, warte doch mal, Junge. Ganz kurz. Oh shit, der kommt auf uns zu, ne? Wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor uns der erreicht. Oh. Ah, alles klar. Wir müssen ein bisschen auf Amicia und Hugo achten. So, kann ich das irgendwie überspringen? Amicia! So, also nochmal. So, warte, einmal hier hoch. Beherrsch dich, Hugo. Das ist dein Ende. Aufhört, sonst töte ich euch alle. Ich hab's schon mal getan. Was machen die Ratten hier? Alright, so, dann einmal hier wieder längs. Ihr seid alle gleich. Ich habe es satt. Ich hasse und kommt ruhig. Sie werden euch auffressen. So, ich glaube hier längs, ne? Ich fresse dich. Ihr müsst ihn aufhalten. Ich glaube, Hugo hat es mal wieder ein bisschen übertrieben. Oh nein! Hugo! Nein! Oh, lauf, 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 lauf. Oh Gott! Okay, schneller können wir gar nicht. Wir müssen hier raus! Ja! Was? Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Gar nicht, Hugo! Kapitel 7 Verbrecher. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen!
Darf ich das ansehen? Bitte. Hab doch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig. Genau, reden tun wir nämlich beim nächsten Mal. Und warum ist Anno plötzlich wieder da und will uns helfen? Der wollte uns doch töten. I don't understand. Ey, ich rede gerade mit den Leuten. Lass mich doch einmal. So, ich sag beim nächsten Mal, gucken wir uns das nochmal genauer an. Und ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Vergesst mir den Daumen nicht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.